So, und jetzt gehen wir mal an Tusnelda hier. Und Fingernägel wieder schön. Schön. Ich weiß, da hinten ist ja auch ein Fenster. Also da. Da können wir ja auch gleich durch. Aber erstmal hier Schlüssel verwenden. Was haben wir? Na toll, Explosivbolzen bin ich voll. Egal, aber haben wir wenigstens welche in Reserve. Was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. So, dann gehen wir halt durch die Glasscheibe wieder zurück. Gut, ich könnte es theoretisch neu reinladen und dann nochmal dahin. Aber wofür? So, und da wir schon mal gerade hier sind, gehen wir auch dann diesen Weg hier entlang, auch wenn der mir nicht gefallen wird. Okay, wir sind ganz vorsichtig, bevor hier wieder irgendwas sich um die Ecke... Hallo? Hä? Bist du die Mumie aus Tausend und einer Nacht? Dann gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger hier vor. Oh, da sehe ich eine Falle. Oh! Hm! Ich weiß nicht, ob mir das hier so alles gefällt. Obwohl, die scheinen nur angelehnt zu sein. Macht mir trotzdem Angst. So. Ich möchte drücken. Schalter sind ja dazu. Aha. Eine schöne Falle, muss ich sagen. Ein Tonband. Spielen wir's ab. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Hm? Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Bist du das? Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meins. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Ist da eine Falle drin? Also im Safe? Wenn ja, finde ich das nicht witzig. Was? Oh nein. Okay, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Leute, ich habe Angst. Ein bisschen. Weil ich nicht so recht weiß, was ich hier jetzt... Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Ich bleib hier, aber... Nein, das... Okay. Wo kommst du denn weg? Na, rüben. Alter. Ne, 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 ne. Ah, wie gut, dass ich ein notorischer Schisser bin. Und deshalb immer sehr, sehr vorsichtig vorgehe. Okay, vorsichtig, ich renne in alles rein, was nicht weiter auf dem Baum hier ist. Ein Kontrollpunkt, das gefällt. Alter, ich bin hier im Tempel des Todes. Feinde. Muss eine Falle sein. Nee. Sache nicht sowas, Mr. Castellanos. Oder Castellano. Da erzählst du mir mal was richtig Neues und deshalb gehe ich jetzt auch mal hier rein. Und da sind wir sogar, glaube ich, richtig, keine Ahnung. Ich gehe einfach durch.
mit Betonung auf die Hoffnung, dass ich das hier irgendwie überlebe. Ich könnte mir aber wieder ein paar Bolzen machen. Also nicht Explosivbolzen, sondern Schockbolzen, Kältebolzen, Blendbolzen. Was hast du... Ach ja, R1. Und ein Schockbolzen. Du lebst noch! Wenn man treffen würde. Bist du im Arsch? Nein, da lebt doch noch was! Schöne Falle und wir sind nicht hineingetappt. Haha! Hier vorhin nicht. Eine Axt mitnehmen. Kann man immer noch jemanden in die Fresse rammen. Und... Scheiße! Kollege, lass davon ab! Können die eigentlich auch hier hinterherkommen? Ella Badge. Kommt ihr? Alle? Wiedersehen. Oh! Ja, du bist ja ein Süßer. Verflucht, ich hab den gar nicht gesehen! Okay, ein bisschen doof jetzt gelaufen. Hier bin ich, hier! Hier, meine Süßen! Oh, bist du umgefallen? Oh, das tut mir nicht leid. Okay, so, jetzt schnell rüber. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Und... Bye, bye. Arschlöcher. Ihr hattet nie eine Wahl. Aber das nehmen wir trotzdem mit. Und jetzt können wir auch ganz in Ruhe hier durch. Und weiter. Und noch mal drehen. Und noch einen für Sohnemann. Und das war's auch dann schon wieder. Hä? Hä? Wow. Alter. Jetzt hätte ich mal so eine kleine neugierige... Der lebt noch. Die leben beide noch! Kam ja gerade noch ein Dritter!
Okay, einer ist. Munition alle? Heia! Oh nein! Alter, wolltest du mich gerade ankotzen? Mann! Der wollte mich ankotzen! Ja, lass mich ran, das wäre die Falle gewesen. Ja. Okay, unverhofft kommt oft. Ja, ich finde bestimmt noch ein bisschen mehr Munition. Ah, hier bin ich. Aber da ich ja jetzt weiß, was mich auf der anderen Seite immer erwartet. So, ich schneide das jetzt mal zusammen von hier und da geht es gleich weiter. So, und wie versprochen geht es ja jetzt hier weiter. So, der Seite waren wir vorhin. Jetzt gehen wir... Erstmal setzen wir das zweite Face hier ein. So. Nur noch eins. Ja, und das wird die Hölle auf Erden. Jede Wette. Lass mich raten, wir müssen an diesem Ventilrad drehen. Yes, sir! Um das da so zu machen. So, bin zu Hause. Okay, und jetzt? Hallo, Süßer! Mann, sind wir heute wieder hübsch. Halt mal still. Ich weiß nicht, ob ich mit der Munition hier so umherballern sollte. Hab ihn einfach mal so gesehen. Kurzerhand an eine Tür eingeklemmt. Ach, wie geil. Oh, Tür auf. Streichhölzer. Das wurde auch langsam mal Zeit. Und eine Flasche. Oh. Lässt sich verwenden. Hui. Ach so. Ich hab grad schon gedacht. Hm? Da geht's nach unten. Hier ist eine Falle. Die deaktivieren wir jetzt mal. Boah, gerade so. Egal, was da unten war, es ist tot. Was ist das? Was ist denn das für ein Tresor? Der hat sich von alleine bewegt. Die geht, die geht, die geht. So. Weil die Axt ist mir doch ein bisschen lieber. Voll zur Seite gebasht, den Typen. Krieg schon wieder so sau viel Munition. Ob mir das gefällt, ist was anderes.
gut, dass ich vorher den Dings hier genommen habe.